So, jetzt sind wir in Tönnisberg. Hier haben wir 16 Jahre gewohnt. Und heute haben wir einen Termin bei unserer Hausärztin. Tönnisberg, dieses Dörfchen. Ja, jeder hat Lager. Jetzt hier nichts verändert, ne? Nee. Wie vor 100 Jahren, immer alles gleich. Der Salz hat sich ein bisschen geöffnet hier. Jo. Sie sind nicht mehr so verbarrikadiert. Mann, jetzt ist der aber hier. Ja. Gut hier. So, wo ist unsere Frau Dr. Gilewski? Sieht doch alles zugewachsen aus hier. Ja, ist es denn? Jo, jetzt geht aber los. Ja. Da ist die Frau Doktor. So, und hier war der Crash mit der Oma rein. Ja, und hier stand ich auch. Genau so. Fahrer. So. Jetzt sind wir hier in dem Badezimmer im Garten. Das ist Tönnisberg. Eine Viertelstunde sind wir dran. Ja, ne? Ja. Mal gucken, ne? Ja. Viertelstunde wird immer länger. Ja. Wo ist 12 Uhr? Ja, wo ist die Produkte? Viertelstunde ist jetzt 1,5 Stunden länger. Ja. Da hinten ist das Ultraschallgerät. So, jetzt gucken wir uns unser Haus nochmal an, ob das noch steht. Ja. Der Bauer hat das Feld bestellt. Und 16 Jahre hier am Berg verbracht. Alles noch gleich. Alles noch gleich. Da hat sich noch nichts verändert. Ja, ein bisschen hier. Der hat ein bisschen gepflastert. So, ein paar Steine, der war leid mit dem Unkraut zuppeln. Verscheuert aus. Ne? Nein, doch. Die Geschmäcker sind verschieden. Ja, trotzdem sind sie da bescheuert. Guck mal, haben die denn eine Handyantenne hingebaut, das am riesen Mast steht da? Ja, ne? Ja. Der ist neu, den kenne ich nicht. So, da ist unser Haus. Ja, wo die weiße Mauer beginnt. Genau. Oh, guck mal, wie hoch die Lebensbäume sind. Oh ja, gut. Die schneidet die gar nicht. Die schneidet die gar nicht. Boah, da sind die hoch. Und der Engel steht immer noch da. Ja, der rauscht immer. Die Balli. War nicht zu sehen. Oh, hier kommst du gar nicht rein, oder? Kommst nicht oder? Rein? Doch. Nur eine harte Kurve machen. Nein, das muss ich auf einer anderen Seite. Ja, die hatte doch so einen Daimler Chrysler, hat sich jetzt einen kleineren gekauft. Ja. Ja, unsere Häuser. Die Wallis sind wohl in Urlaub. Ja. Unsere Bank steht noch da und die lässt sich alles ganz schön zuwachsen. Aber der Dirkwood ist gut gekommen, ne? Frau Maas, das ist auch hier ganz alles oft verkauft worden. Ja. Jo, alles neu. So, genug Nostalgie. So, jetzt sind wir im Campen. Die Bibi hat um 2 Uhr einen Termin beim Zahnarzt, einmal Zahnreinigung. Beim Campen am Markt. Café Perbooms. Marktplatz. Mal gucken, ob wir zu essen kriegen hier.
Das ist eine schöne Stadt, Kempen. Eine Stadtmauer, einem Kino, Lichtspiele heißt das noch. Und da oben ist die Webcam. So, Mittagessen, Spießbraten, Salat und die Dinger Jägerschnitzel. Dazu gibt es einen Pilz in diesem edlen Restaurant. Spießbraten mit Röstzwiebeln. Kempener Altstadt. Schön, schön. Rosa Kirche. Hexenhäuschen da vorne. Das hat doch noch was. Ist doch anders als im Ruhrgebiet hier. Spargel-Spezialitäten. Wir müssen nur noch die Sonne ein bisschen schneiden. Hier haben wir die Maikäfertage. Hier gibt es spanische. Waldecker Spargel. Tortilla. Eine Uhr wird verkauft. Ja, das ist Kempten. Der Weinhändler. Gute Weine. 39,50.